Fast eine ganze Woche später. Das Thema Selbstversorgung ist jetzt mehr oder weniger erledigt. Jetzt will ich mich von meinem Auto unabhängig machen. Das sollen jetzt mehrere Fliegen mit einer Klatsche sein. Ich habe eine emotional echt anstrengende Zeit, muss ich sagen. Und gerade beim Thema Selbstversorgung, Lebensmittel und so weiter, bin ich noch nicht bereit und muss jetzt wirklich gucken, wie ich kurzfristig an Essen komme, aber auch langfristig. Das heißt, ich werde weiterhin meinen Garten versorgen. Und hier will ich ein Airbnb-Angebot machen und das will ich jetzt endlich hinter mich bringen, damit ich es online habe. Und das größte Problem ist, ich will eigentlich nur Fotos machen. Und um Fotos zu machen, muss ich alles bereit haben. Das heißt, ich gucke jetzt, ich lebe jetzt hier wahrscheinlich ein, zwei Wochen drin und werde dann jeden Tag so ein bisschen was hier ausbessern. Aber jetzt geht es an ein wichtiges Thema. Mein Wasser geht leer, mein Trinkwasser. Die Strömung unten hat kaum noch Wasser. Und jetzt gilt es, das hier aufzuladen ohne Auto. Ja Leute, ich merke gerade richtig, dass es eine lebensverändernde Zeit ist. Also gerade emotional, was ich hier gerade durchmache, ist eine riesen Achterbahn. Das ist jetzt schon Tag 8 ohne Internet. Ich war jetzt nur einmal bei Freunden und habe dann diesen blöden Post gemacht, was ich letzte Woche, also ein total übertriebener, dramatisierter Post. Ich habe nicht meinen Tiefpunkt meines Lebens momentan, aber es sind auf jeden Fall harte Zeiten. Und deshalb habe ich jetzt auch voll und ganz meinen Fokus auf Mindset gelegt. Ich habe eigentlich nur hier in diesen Hängematten verbracht und Marihuana geraucht. Mir Notizen gemacht, jeden Morgen aufgeschrieben, für was ich dankbar bin. Ich habe auch wieder weiter gemacht mit meinem Buch. Ich schreibe tatsächlich ein Buch und bin jetzt schon auf Seite 80 sowas. Und ja, dadurch, dass ich jetzt 8 Tage kein Internet habe, habe ich so viel Zeit. Und die Sonne geht schon um 5.45 Uhr auf und irgendwann erst um 21.30 Uhr unter. Das heißt, ich kann das Thema Selbstversorgung alles jetzt viel ruhiger angehen, weil ich viel mehr Zeit habe. Könnte man meinen, wa? Aber tatsächlich ist es schon ab 12, 13 Uhr so heiß, dass ich eigentlich nur noch im Schatten arbeiten kann. Und alleine das Wasser jetzt zu holen, dauert jetzt wahrscheinlich an die 1-2 Stunden statt 10 Minuten. Also es gibt hier so an die 4-5 Wasserquellen im Umkreis von 30 Minuten Fußweg, muss ich sagen. Meine Lieblingsquelle ist unten. Die wäre 30 Minuten Fußweg, aber dann müsste ich den ganzen Berg wieder hochlaufen. Deswegen gehen wir jetzt wirklich in das Dorf rein und gucken uns dort die Wasserquellen an. Es gibt eine, da habe ich früher draus getrunken, aber die haben jetzt einen Wasserhahn installiert und jetzt schmeckt es nicht mehr so gut. Und ich kenne einen, das ist nicht trinkbar, das Wasser. Deswegen gucke ich mal, wo wir jetzt Wasser holen. Und ich habe extremen Hunger. Meine Freunde, ich bin jetzt hier an einer kleinen ausgestorbenen Stelle und hier ist ein Brunnen, aber ich muss ehrlich sagen, ich vertraue dem nicht so. Normal erkennt man, wenn er viel benutzt wird, ob es gut ist oder nicht. Puh, 30 Kilo sind richtig schwer, ich muss meinen Rucksack noch richtig einstellen. Aber ich habe dort jemanden getroffen und habe ihn gefragt, ob es trinkbares Wasser ist und er hat ja gesagt. Aber ich muss sagen, den Portugiesen vertraue ich da nicht so. Die beschreiben sehr oft chlorhaltiges Wasser, was im Wasserhahn ist, als trinkbar. Und deswegen teste ich das jetzt mal gucken, ob ich irgendwie Durchfall bekomme. Hier ist sogar noch eine, die Zufall gerade entdeckt. Übrigens hier mein Weg nach Hause. Mir fällt gerade auf, ich habe sogar meine Arbeitsklamotten an. Das Shirt musste ich anziehen, als ich in Nicaragua Tourguide gemacht habe. Never stop exploring. Wir haben jetzt Hälfte des Weges, oder sagen wir mal 60%, ein bisschen mehr als die Hälfte. Und ja, Tipp Nummer 1, einfach mal hinsetzen mit dem Rucksack, dass das Gewicht weg ist. Und dann weiter. Oh, fuck, das ist echt verdammt schwer. So, weiter geht's. So, heute gibt's für mich zu essen Reis mit Bohnen und Kohl und ein bisschen Ingwer und Zitrone. Das alles hier angebraten. Und ich habe diese Woche vor, wirklich zu versuchen, mich 20-30% von meinem eigenen Garten zu ernähren. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. So, als kleines Beispiel. Wer rechnen kann, kann sich das jetzt ausrechnen. Radieschen aus meinem Garten, Kartoffeln aus meinem Garten, Gewürze aus meinem Garten, rote Beete vom Notfallvorrat, Reis gekauft und Chilisauce auch gekauft. Eine Schlange in der Küche. Guck mal. Kumbano.
Freunde, ich habe wieder mein Auto benutzt und 10 Euro für meinen Hund ausgegeben. Ich war gestern Abend wieder Dumpster diven und leider eine Enttäuschung, nur richtig ungesundes Zeug. Ich glaube 2 Kilo Chips, 2 Kilo, sehr geil. Dann Brot, aber alles so Weißbrot, wie man aus Amerika eigentlich kennt. Und ja, lauter Süßigkeiten eigentlich nur. Und die Sachen habe ich gekauft, 10 Euro. Mehr oder weniger für mich und meinen Hund eigentlich. Also ich habe es für meinen Hund gekauft, das hier ist so Reis. Das finde ich sehr geil in Portugal. Das ist schlechter Reis, also irgendwie so abgebrochene Reiskörner und sowas. Und das ist auch wirklich in der Hundefutterabteilung, das ist die verkaufen das für Hunde. Und Hühnerknochen. Und die haben die Preise erhöht. Das hat immer 1 Euro pro Kilo gekostet, jetzt kostet es 1,22. Beziehungsweise sie haben nicht die Preise erhöht, sie machen jetzt weniger rein. Und Leute, es gibt geile Neuigkeiten. Ich bin mehr oder weniger fertig mit dem Gästebereich. Richtig, richtig geil. Jetzt soll es ein paar Tage regnen. Das heißt, ihr macht hier noch schön alles sauber. Hier muss ich noch ein bisschen was machen. Das wird ein 2. Gästebereich, damit ich noch mehr Gäste mache. Aber dieser Bereich ist soweit jetzt erstmal fertig. Was sagt ihr? Ich will so ein bisschen mehr einrichten von innen. Eventuell muss ich mir noch eine Matratze kaufen. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt alles funktioniert. So Leute, dann noch ein paar dankbare Wörter zum Abschluss. Also krass, was ich jetzt erlebt habe. Ich bin ein neuer Mensch, muss ich sagen. Ich habe jetzt, wie lange waren es? Ich glaube 12 Tage komplett ohne Internet gelebt. Das heißt, wenn ich meine Freunde besucht habe, ich bin einfach runter und einmal waren die nicht da. Das heißt, 40 Minuten runtergelaufen, niemand war da und dann wieder zurück. Also es ist auf jeden Fall umständlich. Das Wasser holen war extrem. Oder es war okay auf jeden Fall. Ich habe diesmal 30 Liter genommen, hätte ich 20 genommen, wäre das glaube ich okay gewesen. Das könnte ich mir schon vorstellen, in dem Hinblick auf mein Auto zu verzichten. Aber wir haben jetzt gesehen, Lebensmittel bin ich noch nicht bereit. Mein Garten gibt noch nicht genug Gemüse. Ich glaube selbst die 20-30% ist jetzt noch zu viel. Da muss ich auf August warten, bis richtige Erntezeit ist. Ich glaube dann sind 20-30% realistisch, ansonsten muss ich jetzt gucken, wie ich an Lebensmittel ankomme, wie ich esse, wie ich überlebe, sage ich mal. Und ich habe mir jeden Tag Notizen gemacht, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, weil mein Plan war sowieso wieder zu Volunteering, Workaway zu machen, das heißt einfach nur arbeiten für Essen und Unterkunft. Und jetzt bin ich die ganze Zeit am Überlegen, wo und was vor allem. Ich war ja letztes Jahr auf dem Segelschiff, habe auf dem Segelschiff gearbeitet, ultra, ultra, ultra geil. Und auch für Trailpark Adventure damals dann überall rumgelaufen zur Tourorganisation, um dort Businesspartner zu finden. Und das war auch dieses Jahr mein Plan. Bloß wollte ich an die Westküste, Richtung Figueira da Foz sowas, und dort bleiben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ich will auf jeden Fall dort arbeiten, aber Workaway kostet 60 Euro pro Jahr. Habe ich nicht. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich eine Alternative finde, dort am Strand einen Job zu finden. Wie genau ich das jetzt gerade mache, weiß ich nicht. Ich könnte hier unten volunteeren, im schlimmsten Fall. Das heißt, mein Essen ist auf jeden Fall gesichert. Frage ist nur, wie ich es mache. Und mein Dumpster-Dive-Ergebnis jetzt, die ganzen Chips und Süßigkeiten. Ich habe mich gestern so vergiftet, ich fühle mich auch nicht so gut. Pastel de Nata, kennt ihr das? Typisch portugiesisch. Nur sehen jetzt ein leckeres Hühnchen, gell? Die dicke Hühnchen. Ja genau, das heißt, ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie es weitergeht, aber es war schon mal sehr, sehr spannend zu sehen, wie sehr ich von meinem Auto abhängig bin, wie sehr ich von Internet abhängig bin. Und mein Fazit ist, von Internet würde ich sagen, ich bin nicht abhängig. Mit YouTube muss ich gucken, wie ich vorangehe, weil ja, ich habe mir das schon gedacht, dass sowas passieren kann, das muss ich jetzt gucken. Aber vielen, vielen Dank, ich werde für euch auf jeden Fall eine Alternative finden, ihr werdet wieder Videos bekommen. Und auch in einer gut geschnittenen Qualität. Das ist zumindest mein Ziel. Ich habe jetzt die letzten Wochen einfach nur darüber nachgedacht, einfach wieder die Videoabschnitte einfach nur aneinander zu reihen, online zu stellen. Ich glaube, so machen auch das die meisten YouTuber. Mich würde es mich mal interessieren, schreibt es gerne in den Kommentaren, ob ich das überhaupt auffällt, dass ich da so viel schneide und immer so Effekte, so Geräusche mit reinmache und sowas. Weil mir fällt auf, das macht kaum ein YouTuber, würde ich mal sagen. Aber dieser eine Kommentar, lass Bilder sprechen von 100 Mio Euro, ich glaube, du weißt wer, also du treibst mich in Burnout mehr oder weniger. Nee. Also ich habe jetzt meinen eigenen Anspruch, mehr Bilder sprechen zu lassen. Ich finde, das ist eine ultra geile Idee und das will ich auch weiterhin machen. Und ja, schauen wir mal.
mal, wie das jetzt weitergeht. Und dann nochmal ein riesen Dank an die Spenden. Ich konnte es echt nicht glauben. War im Supermarkt, hat mir 40 Euro erwartet. Ich hatte nur noch diese 20 Euro in der Tasche und plötzlich kein Geld mehr. Da haben mir Freunde mir Hundefutter geschenkt und so weiter, dass ich ein paar Tage überlebt habe. Und dann habe ich eure Spenden gesehen. Ultra geil. Ich werde jetzt die Tage noch gucken. Ich habe mir schon so eine Prioritätenliste gemacht, was ich mir kaufen will von dem Geld. Und ich werde nach wie vor versuchen, nichts von dem Geld auszugeben, beziehungsweise wirklich nur halt für wichtige Sachen wie Sprit, wie ich das die ganze Zeit sage. Sprit, Internet ist eigentlich so das, wo ich aktuell noch Geld brauche, auf jeden Fall. Genau, ich werde euch da auf dem Laufenden halten, also nochmal riesen Dank. Und wenn auch du mich unterstützen willst, du findest in der Videobeschreibung PayPal, Me-Link, dort kannst du mir gerne eine Spende machen.